بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister im Islam. Wir werden heute mit der angekündigten, gesegneten Reihe beginnen. Und zwar werden wir heute mit dem Leben unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beginnen. Wir werden eine Reihe beginnen, welche wir in 25 Teile unterteilen werden, in denen wir versuchen werden, uns mit den wichtigsten Ereignissen aus dem Leben des besten aller Menschen überhaupt, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, zu beschäftigen. Eine Reihe, die sehr wichtig ist. Und wir werden auch gleich erklären, warum diese Reihe so wichtig ist und warum es notwendig ist, dass der Muslim sich mit dem Leben der Vita und dem Werdegang unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam intensiv beschäftigt und auseinandersetzt. Meine lieben Geschwister im Islam, ich glaube, es gibt in der Menschheitsgeschichte kaum eine andere Person, die so unterschiedlich rezipiert und deren Leben so unterschiedlich bewertet wurde, wie das Leben des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sein Leben wurde in fast allen Kulturen behandelt. Gerade aber auch neben der muslimischen, der christlichen Kultur. Das heißt, es ist nicht nur so, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam von Muslimen studiert wurde, sondern nein, auch Nicht-Muslime haben sich intensiv mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam auseinandergesetzt. Häufig war das verbunden gewesen mit Polemik gegen den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Häufig wurde er als Hochstapler, als Lügner, als Empfänger von Dämonenbotschaften dargestellt in der christlichen Geschichte. Gerade in der Zeit der Auseinandersetzung mit den Muslimen, als es zu den Kreuzzügen kam, gab es immer wieder Darstellungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wo er als schlechter Mensch dargestellt wurde, als Lügenprophet dargestellt wurde. Aber dieses Bild war nicht immer durchgängig so gewesen, sondern es gab auch Zeiten, gerade in der Zeit der Reformation, wo man sich immer mehr von der Kirche abwandte, in denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und sein Leben eine Faszination für viele Menschen darstellte. Und es gab Menschen, wie beispielsweise Goethe, welche überwältigt gewesen waren von seiner Botschaft und von seinem Leben. Und gerade mit der Neuzeit und mit der Zeit des Kolonialismus haben sich Wissenschaftler, aber auch gerade Missionare, christliche Missionare, intensiv beschäftigt mit dem Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und es wurden mehrere Biografien geschrieben über das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam, häufig auch mit einem sehr, sehr kritischen Blick und negativ konnotiert. Und es kommen immer wieder neue Biografien heraus. Immer wieder neue. Und die Menschen beschäftigen sich immer wieder mit dem Leben dieses Menschen, dessen Leben die heutige Zeit so stark beeinflusst, wie, glaube ich, kaum eine andere historische Figur. Kaum eine andere Figur in der Menschheitsgeschichte. Kaum ein anderer Mensch in der Menschheitsgeschichte, der vor so vielen Jahrhunderten gelebt hat, vor über einem Jahrtausend, vor über 1400 Jahren, beeinflusst die Menschen mit seinem Leben
so intensiv, wie es unser Prophet sallallahu alaihi wasallam getan hat. Immer noch wird in Tageszeitungen heute tagtäglich über Ausschnitte aus dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Wer war nun dieser arabische Prophet gewesen? Wer ist das gewesen? Was war seine Botschaft gewesen? Ist seine Botschaft eine Botschaft des Hasses gewesen? Oder ist seine Botschaft vielmehr eine Botschaft der Liebe und Barmherzigkeit gewesen? Die Leute, sie streiten sich darüber. Für uns Muslime ist eines klar, die sich natürlich am intensivsten mit seinem Leben auseinandergesetzt haben. Und wir werden noch gleich sehen, wie das begonnen hat und wie die Ursprünge waren. Weil heute ist eher eine theoretische Einführung, eine notwendige theoretische Einführung zur Sira unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Muslime, sie sind sich darüber einig. Die Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist eine Botschaft der Liebe. Ist eine Botschaft der Barmherzigkeit. Natürlich gibt es einige Ausnahmen, welche versuchen, das gegenteilig darzustellen. Und aus seiner Botschaft eine Botschaft des Krieges, eine Botschaft des Terrors und eine Botschaft des Hasses zu machen. Aber ich würde einfach mal behaupten, dass 99% der Muslime weltweit in unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam das sehen, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran auch festgelegt hat. Nämlich, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wir haben dich nur als eine Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt. Und wir wollen uns inshallah ta'ala mit seinem Leben auseinandersetzen, um zu sehen, inwiefern ist eigentlich sein Leben und sein Wirken eine Barmherzigkeit für die Menschen gewesen. Wenn Allah Ta'ala über ihn sagt, er wurde nur als Barmherzigkeit gesandt, dann wollen wir als Muslime im Detail wissen, inwiefern ist er wirklich eine Barmherzigkeit gewesen. Ja, wir wollen der gesamten Welt davon erzählen, warum er, salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi, eine Barmherzigkeit nicht nur für die Muslime, sondern für alle Weltenbewohner gewesen ist, und bis in unsere heutige Zeit auch immer noch ist. Deswegen beschäftigen wir uns mit seinem Leben. Und wir werden gleich noch einige Punkte erwähnen, warum wir dies tun. Aber dazu kommen wir später, inshallah ta'ala. Das allererste, womit wir uns beschäftigen sollten, ist, was bedeutet denn eigentlich das Wort Sira? Das heißt ja immer wieder, wenn wir uns mit dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam auseinandersetzen, dass wir uns mit seiner Sira auseinandersetzen. Und was bedeutet eigentlich das Wort Sira? Sira kommt von dem Verb Sara, Yasiru. Und was heißt Sara, Yasiru mit Sin, nicht mit Sort? Was bedeutet das? Ja, dass man geht. Sara yasiru bedeutet, dass man geht. Im Arabisch sagt man auch Masar. Masar ist ein Weg. Ja? Masar beispielsweise Ad-Darrajat, der Fahrradweg. Das ist ein extra Weg, eine extra Spur, nur für die Fahrräder. Und wenn ich sage Sira, dann handelt es sich hierbei um was? Eine Tariqa, wie die Gelehrten sagen. Das heißt, ein Weg, den jemand eingeschritten hat oder den jemand beschritten ist. Ein Weg, auf dem jemand gegangen ist. Am Ende meint man damit was? Den Lebensweg einer Person. Und deswegen kann ich Sira auf jeden Menschen beziehen, erst einmal. Im Arabischen, wenn ich sage, ich gebe meinen Lebenslauf ab, was ist Lebenslauf auf Arabisch? Sira Dhatiya. Man sagt Sivi, aber es ist auf Arabisch, Hocharabisch. Sira Dhatiya. Also mein persönlicher Lebensweg. Übersetzt Lebenslauf.
Ja, heißt ja auch immer, oder schon so, Lebenslauf, mein persönlicher Lebenslauf, mein persönlicher Lebensweg. Wenn ich aber allgemein sage, As-Sira, was meine ich damit? Dann meine ich damit immer die Sira, also den Lebensweg, den Lebenslauf unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also Sira kann ich im Grunde genommen auf jeden Menschen beziehen. Und was ist der Plural von Sira? Siyar. Ja, At-Tarajum was Siyar. Es sind sozusagen dann immer die Lebensläufe von bestimmten Persönlichkeiten. Aber wenn ich sage Es-Sira, was meine ich damit? Damit meine ich immer die Sira des Besten aller Menschen und des Besten aller Geschöpfe, nämlich unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ganz, ganz wichtig. Dieser Begriff an sich ist ganz, ganz wichtig. Der ist nicht einfach so ausgewählt worden. Es geht nicht darum, dass ich einfach nur bestimmte Informationen über den Gesandten Gottes, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, erlange. Sondern ich möchte verstehen, welchen Weg er gegangen ist. Ich meine, er ist es doch gewesen, der die Offenbarung entgegengenommen hat, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata al-lazina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim walad-dallin. Leite uns den geraden Weg, also einen Weg. Und unser Prophet ist ebenfalls einen Weg gegangen. Er hat einen Weg beschritten. Den Weg derer, denen du deine Gnade erwiesen hast, und nicht derer, denen du zürnst, und nicht der Irregeleiteten und Irregegangenen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erklärt ganz genau in Surat An-Nisa, wie wir in Erfahrung bringen, wie dieser Weg, dieser gerade Weg nun konkret aussieht. Er ist ja in Surat Al-Fatiha sehr allgemein gehalten. Da steht nur gerader Weg, aber wie sieht dieser gerade Weg aus? Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surat An-Nisa, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ, und wer Allah und den Gesandten gehorcht, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, so sind jene mit jenen zusammen, denen Allah seine Gunst erwiesen hat, genauso wie أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, dem Weg derer, denen du deine Gnade erwiesen hast. Und auch hier, ja, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, so sind jene mit denen, denen Allah seine Gunst erwiesen hat. Also genau dasselbe, das sind die, wer sind die, oh Allah? فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَنْ, an erster Stelle was? Nabiyin. Von den Propheten. Das heißt, wenn ich wissen will, wie dieser Weg, dieser gerade Weg genau aussieht, dann muss ich mich mit den Geschichten und mit den Viten und mit den Lebensläufen der Propheten beschäftigt. An erster Stelle. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ. Und wer kommt an zweiter Stelle? وَالصِّدِّقِينَ, und den Wahrhaftigen, die sich um die Propheten versammelt haben, an ihrer Seite standen, die mit ihnen diesen Weg gegangen sind. وَالشُّهَدَاءَ, und den Märtyrern, welche ihr Leben auf dem Wege Allahs Seite an Seite mit den Propheten geopfert haben. وَالصَّالِحِينَ, im Allgemeinen, und dem Frommen. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقَ, und wie gut ist sozusagen ihre Rafiq, wie gut ist ihre Gefährtenschaft. Wie gut ist ihre Gefährtenschaft. Also, wenn ich mich mit der Sira beschäftige, dann erfahre ich automatisch was? Dann erfahre ich automatisch, wie ich diesen Weg beschreiten kann, um den ich Allah Ta'ala mindestens 17 Mal am Tag bitte. Er zeigt mir das ganz genau auf. Und deshalb ist es so wichtig, meine lieben Geschwister im Islam, dass wir uns mit der Sira, mit seinem Weg auseinandersetzen. Und dass wir uns damit beschäftigen und uns darüber Gedanken machen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam nichts anderes getan hat, als
die Gebote Allahs vorzuleben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat nichts anderes getan, als die Gebote Allahs vorzuleben. Er ist für uns das praktische Beispiel, was wir schon oft erwähnt haben. Er ist für uns das praktische Beispiel. Der Koran und die Sunna, zu der ja auch die Sira gehört, weil die Sira speist sich ja aus der Sunna, wie wir gleich noch sehen werden, inshallah ta'ala. Der Koran und die Sunna sind zwei Seiten einer Medaille. Der Koran ist das gesprochene Wort Allahs. Und die Sunna, das heißt das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann daraus gemacht hat, ist das gelebte Wort Allahs. Ich habe Praxis und Theorie. Mit dem Koran hätte ich nur die Theorie. Mir würde aber die Praxis fehlen. Und mit der Sunna, das heißt der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam und seiner Lebensweise und wie er das umgesetzt hat, habe ich ein praktisches Beispiel. Sonst hätte ich nur die Theorie. Und wir wissen, dass jemand, der nur Theorie gelernt hat, noch lange kein Auto fahren kann. Viele von uns haben Führerschein gemacht, oder? Jemand, der nur Theorie gelernt hat, der kann kein Auto fahren. Der braucht einen Lehrer, der ihn anleitet, der ihm zeigt, wo ist die Kupplung, wie mache ich jetzt genau das, wie finde ich den Schleifpunkt, wie setze ich jetzt genau diese Information um, die ich im Kopf habe, die ich gelernt habe, wie mache ich das jetzt konkret. Ich kann kein Lehrer werden, der gut ist, wenn ich nicht eine Art Referendariat habe. Das heißt, wo ich das noch einmal lerne, wo ich angeleitet werde, wo andere Lehrer an meiner Seite stehen und mir sagen, was ich richtig machen muss und was ich richtig gemacht habe und was ich falsch gemacht habe. Ich kann kein Arzt werden, wenn ich nicht mindestens ein oder zwei Jahre, ich weiß nicht genau, gibt es hier Ärzte unter uns oder Leute, die Medizin studieren? Zwei Jahre. Wenn ich nicht mindestens zwei Jahre angeleitet werde durch andere Ärzte. Ich habe das zwar alles theoretisch gelernt, aber ich kann das noch lange nicht praktisch umsetzen. Das ist ein großer Unterschied. Und dementsprechend viele Firmen heutzutage, gerade im Bereich Ingenieurswesen und so weiter und so fort, die haben lieber Leute und stellen lieber Leute ein, die praktische Erfahrung haben, als Leute, die nur rein Theorie gelernt haben. Warum? Weil es kommt am Ende auf was an? Auf die Praxis. Und der Koran ist, wie gesagt, die Theorie. Der Koran hat uns viele Beispiele gegeben. Aber diese Beispiele liegen sehr weit zurück. Tausende von Jahren. Es fehlt dieser Bezug. Es fehlt uns der Bezug zu Nuh alaihi salam. Ganz andere Gesellschaft, ganz andere Orte, eine ganz andere Zeit. Es fehlt uns der Bezug zu Musa alaihi salam, zu Ibrahim alaihi salam. Es sind alles edle Vorbilder, aber sie haben vor Tausenden von Jahren gelebt. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nochmal etwas anderes. Wir haben Details über sein Leben. Sein Leben wurde von Generation zu Generation überliefert. Und nicht nur sein Leben, das viel wichtigere ist, wie er sein Leben umgesetzt hat, wurde von Generation zu Generation überliefert. Und dementsprechend haben die Gelehrten vor wem gewarnt? Sie haben vor den sogenannten Suhufiyin gewarnt. Wer ist ein Suhufi? Wer ist ein Suhufi? Wen bezeichnen die Gelehrten als Suhufi? La, hada al-yawm as-sahafa. Ja? La, as-sahafi. Ja? Es ist sozusagen der Sahafi, der Journalist. Aber wer ist der Suhufi? Der Suhufi ist der Gelehrte, der nur durch Bücher gelernt hat. Also nur die Theorie. Der hat viele Bücher gelesen. Das ist ein kluger Mann, kluge Frau, sehr viel gelesen. Aber sie hatten keine Lehrer gehabt. Und demnach wird heute auch immer wieder gefragt, wer sind deine Lehrer gewesen? Bei wem hast du eigentlich gelernt? Bei wem hast du studiert? Wer hat dir eine Ijaza gegeben? Dieses Ijaza-System ist ein ganz, ganz wichtiges System, was im Übrigen der Westen dann später auch übernommen hat. Dass ich bei einem Lehrer lerne,
Und nicht nur bei einem Lehrer, bei vielen Lehrern lernen. Weil ich von diesem Lehrer nicht nur was übernehme, nicht nur sein Wissen, ich übernehme auch seine Erfahrung. Und ich übernehme seine Weisheit. Ich übernehme seinen Charakter. Und dementsprechend ist es wirklich so, gerade Leute, die bei Schuyuch gelernt haben, die sehr streng sind, sind in der Regel auch sehr streng. Die sehr intolerant sind, sind in der Regel auch sehr intolerant. Und Leute, die bei Schuyuch gelernt haben, die ein sehr ausgeglichenes Verständnis vom Islam haben, ein umfassendes Verständnis vom Islam haben, haben in der Regel auch das gleiche Verständnis. Und demnach ist es so wichtig, dass ich nicht nur einfach die Theorie lerne, sondern auch die Praxis. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist, wie es Allah subhanahu wa ta'ala im Koran uns beigebracht und gelehrt hat, das absolute Vorbild. In jeder Hinsicht. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Im Gesandten Allahs ist für euch ein gutes Beispiel, ein gutes Vorbild für denjenigen, der sich Allah erhofft und den jüngsten Tag und Allahs viel gedenkt. Er ist das Vorbild. Und demnach muss ich mich mit ihm beschäftigen und mit seinem Leben auseinandersetzen, damit ich verstehe, was Allah Ta'ala wirklich von mir wollte. Damit ich eine praktische Anleitung habe durch ihn, salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Im Koran steht, dass wir unsere Frauen mit Ma'ruf behandeln sollen. Aber was ist konkret Ma'ruf? Wie sieht dieser Ma'ruf aus? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns dies vorgelebt. Im Koran steht, dass wir uns von den Jahilin abwenden sollen. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, also sozusagen, dass wir uns abwenden sollen von den Sufaha, von den Toren und den Unwissenden. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns dies vorgelebt. Im Koran steht, dass wir vergeben sollen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, wie wir zu vergeben haben. Und so weiter und so fort. Das heißt, er hat uns ganz klar gezeigt, was das bedeutet, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns möchte. Er hat es umgesetzt, er hat es gelebt. Und demnach ist er mein Vorbild. Und ich wundere mich wirklich über all jene, welche behaupten, wir brauchen die Sunna nicht. Wir brauchen das alles nicht. Wir können selbst uns auf das Buch Allah subhanahu wa ta'ala stützen. Was macht ihr mit all diesen Versen, in denen Allah ta'ala immer wieder von uns verlangt, uns nach dem Vorbild unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu richten? Ist das alles beschränkt auf die Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Das wäre schrecklich. Stellt euch mal vor, wir hätten diesen Bezug nicht. Stellt euch mal vor, uns würden all diese Geschichten fehlen heute, die wir von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam kennen. Stellt euch mal vor, wir könnten nicht all diese schönen Geschichten aus dem Leben unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wiedergeben. Uns würde der Bezug fehlen zu ihm. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam würde dann genauso weit entfernt sein wie all die anderen Propheten, die wir im Koran haben. Von denen wir einige Geschichten kennen, aber der Mensch ist nun mal so, er möchte Details. Er möchte mehr wissen über seine Vorbilder. Ich meine, wenn ich einfach einen Popstar habe oder irgendjemanden, der besonders ist, von dem ich immer wieder höre, am liebsten würde ich alles wissen. Am liebsten hätte ich in seiner Wohnung eine Kamera, sodass ich ihn 24 Stunden beobachten kann, oder? Das gefällt mir. Der Mensch ist einfach nur mal, er ist neugierig. Er möchte etwas über seine Idole, über seine Vorbilder wissen. Stellt euch mal vor, wir hätten nicht diese ausführliche Berichterstattung aus seinem Leben. Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, würde uns da nicht etwas fehlen? Es würde uns sehr, sehr viel fehlen. Also ich überlege gerade, wie man überhaupt eine Khutba halten sollte. Ja, wie soll ich eine Khutba halten? Ja, dann müsste ich, natürlich, mit Koran kann man sehr viel machen. Ich will das gar nicht herunterspielen. Aber es würde einfach dieser praktische Ansatz fehlen. Dann müsste ich immer Beispiele aus meinem eigenen Leben nehmen.
Und was ist mein eigenes Leben in Bezug auf das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Es hat uns etwas gefehlt. Und demnach, meine lieben Geschwister im Islam, er ist das gelebte Vorbild. Er ist das gelebte Beispiel, die Praxis. Und als Aisha radiallahu anha gefragt wurde, wie war er eigentlich gewesen, sallallahu alaihi wasallam? Wie war eigentlich sein Charakter? Wie hat er sich eigentlich verhalten? Antwortete sie mit ihren berühmten Worten, كان خلقه القرآن. Besser kann man es nicht beschreiben. Sein Charakter ist der Koran gewesen. Es gibt keine präzisere, noch bessere Beschreibung als diese Beschreibung durch unsere Mutter Aisha radiallahu anha. Also, wir studieren die Sira, damit wir erstens wissen, wie wir zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangen. Wie dieser gerade Weg nun konkret aussieht. Zweitens, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala umgesetzt hat in bester Weise, sodass wir ein praktisches Beispiel haben für das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns wollte und verlangte. Drittens, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Seine Sira ist der beste Beweis dafür, dass er wirklich der Gesandte Allahs ist. Seine Lebensweise, wie er gelebt hat, wie er sich verhalten hat, wie er in bestimmten Situationen reagiert hat, ist der beste Beweis dafür, dass er wahrhaftig ein Gesandter Allahs ist und kein Hochstapler, kein Besessener, kein Zauberer, kein Magier, so wie es immer wieder behauptet wurde und so wie es auch in unserer heutigen Zeit immer wieder behauptet wird, dass er ein Hochstapler gewesen war oder gar einfach nur ein Herrscher, der die Macht der Araber ausweiten wollte, was es da nicht alles für Vorwürfe gibt. Sein Leben zeigt uns, all das, was ihr behauptet, stimmt nicht überein mit diesem Mann. Wir wissen, wie große Eroberer gelebt haben. Alexander der Große oder andere, welche Weltreiche gegründet haben. Wir wissen, wie sie gelebt haben. Alles andere als bescheiden. Aber wie lebte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er lebte in seinem Zimmer, wo er nicht mal ein Bett hatte. Einfach nur eine Matte, die er ausgelegt hat. Und nicht mal genügend Platz hatte, um sein Nachtgebet zu vollziehen, wenn seine Frau im selben Raum geschlafen hat. Und wir kennen die Überlieferung, wo er salawatu rabbi wa salamu alayhi betete und er musste die Füße von Aisha radiallahu anha etwas zur Seite schieben, damit er überhaupt Sujud machen kann. Ist das ein Eroberer, ein Herrscher, der nach Macht strebt? Seine Frauen wollten sich von ihm scheiden lassen oder haben ihm Vorwürfe gemacht, weil er, der Gesandte Allahs, ist, aber ihnen nicht das bieten kann, was andere, normale Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam ihren Ehefrauen bieten konnten. Ist das jemand, der nach Ruhm und nach Vermögen strebt? Jemand, der so lebt? Und zwar nicht nur eine kurze Zeit, sondern die ganze Zeit über, bis zu seinem Tod, und nichts hinterlassen hat, was er vererben konnte? Außer ein paar Krüge und ein Schwert. Jeder Einzelne von uns, der würde wahrscheinlich mehr haben als er, sallallahu alaihi wa sallam, oder? Jeder Einzelne von uns, der hier sitzt, könnte wahrscheinlich mehr vererben, als er vererbt hat, sallallahu alaihi wa sallam. Und das soll jemand gewesen sein, der nach Vermögen gestrebt hat, nach Reichtum, nach Macht. Jemand, der so gelebt hat. Das ist ein Widerspruch. Erzählt mir etwas anderes. Erzählt mir etwas anderes. Wenn er gewollt hätte, hätte er alles haben können. Es wurde ihm angeboten. Der Koran, er dokumentiert das. Es wurde ihm angeboten. Aber es ging ihm nicht darum. Es ging ihm um etwas ganz anderes. Sallallahu alaihi wasallam. Es gab Situationen, die er schamlos hätte ausnutzen können, wenn er ein Hochstapler gewesen wäre. Als sein Sohn Ibrahim gestorben ist und plötzlich die Sonne sich verfinsterte, sagten die Leute, oh,
Selbst der Himmel trauert um den Tod seines Sohnes. Welcher Hochstapler hätte das nicht ausgenutzt? Welcher Musailima al-Kazzab hätte nicht gesagt, schaut, das ist ein Zeichen, dass ich wirklich ein Gesandter Gottes bin. Und was macht er? Er sagt, nein. Inna shamsa wal qamara ayatan. Der Mond und die Sonne sind zwei Zeichen von den Zeichen Allahs. Weder verfinstern sie sich für den Tod von irgendjemandem noch irgendetwas. Es ist einfach Zeichen von Allah. Es war einfach Zufall gewesen. Nicht mehr und nicht weniger. Hör ganz ehrlich, ein Hochstapler, ja, der nutzt ganz andere Situationen aus. Subhanallah, alles deutet darauf hin, dieser Mann ist ehrlich gewesen. Dieser Mann hat wirklich nur eine Botschaft verbreitet. Nicht mehr und nicht weniger. Und dementsprechend gibt es eine sehr, sehr schöne Aussage von dem Gelehrten Ibn Hazm, den andalusischen Gelehrten. فَإِنَّ سِيرَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِمَنْ تَدَبَّرَهَا تَقْتَضِي تَصْدِيقَهُ ضَرُورَةً. Die Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist für denjenigen, sozusagen, oder führt unbedingt und muss dazu führen, dass man sozusagen ihm glaubt, wenn man sich über sie Gedanken macht. وَتَشْهَدُ بِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ حَقَّ. Und sie bezeugt, dass er der Gesandte Allahs wahrhaftig ist. فَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ مُعْجِزَةٌ غَيْرَ سِيرَتِهِ لَكَفَى. Hätte er kein anderes Wunder als sein Leben, dann hätte das ausgereicht. Weil alles deutet darauf hin, dass er ein aufrichtiger Mensch ist. Das kann niemand anzweifeln. Und es gibt eine sehr schöne Überlieferung. Und zwar von dem König Romans, wie er Muslim geworden ist. Der König Romans hieß Al-Julandi. Irgendwie so. Ja, Al-Julandi oder Al-Julandi. Und auf jeden Fall, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Briefe zu den verschiedenen Herrschern schickte und auch unter anderem den Al-Julandi zum Islam einlud, ja, sagte er Folgendes. Und der Prophet schickte Amr ibn As zu ihm. Und Amr ibn As war ja ein sehr intelligenter Mann gewesen. Und er erklärte ihm dann, wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Und wahrscheinlich hat er auch schon einiges von ihm gehört gehabt. Und jetzt hört man, was er sagt. Er sagt, Wallahi, laqad dallani ala hadha an-nabiyyi al-ummi annahu la ya'muru bi khayrin illa kana awwala akhidhin bih. Bei Allah, das, was mich zu diesem analphabetischen Propheten geführt hat, war, dass er zu nichts Gutem aufruft, außer dass er der Erste ist, der es praktiziert. Allahu Akbar. Das heißt, der erzählt nicht irgendetwas, der macht das selbst. Der verlangt nicht von den Leuten was Gutes und macht es dann selbst, sondern er ist der Erste. Er verlangt von den Leuten zu spenden und er spendet am meisten. Er verlangt von den Leuten, sich auf den Wege Allahs einzusetzen, er setzt sich am meisten auf den Wege Allahs ein. Er ist immer der Erste, immer das Vorbild. وَلَا يَنْهَا عَنْ شَيْءٍ إِلَّا كَانَ أَوَّلَ تَارِكٍ لَهُ. Und er verbietet nichts, außer dass er der Erste ist, der sich davon abwendet. وَأَنَّهُ يَغْلِبُ فَلَا يَضْطَرُ. Und wenn er siegt, so ist er nicht hochmütig. وَيُغْلَبُ فَلَا يَضْجَرُ. Und wenn er besiegt wird, dann sozusagen ist er nicht, wie kann ich Dajjar übersetzen? Fala Yadjar, was? Nee, Dajjar, ja, nee, Dajjar huna shi akhar. Fala Yadjar, was? Ja, also zöhnt er nicht und stellt sich nicht sozusagen gegen das, was Allah Ta'ala für ihn bestimmt hat. Wa yafi bil ahd, und er hält sich an dem Vertrag. Wa yunjizu al maw'ud. Ja, und er setzt das um, was er versprochen hat. وَأَشْهَدُ أَنَّهُ نَبِيٌّ. Und ich bezeuge, dass er ein Prophet ist. Hört mal, sein Leben deutet darauf hin, dass er der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und dann habe ich hier noch eine andere schöne, sehr, sehr schöne Aussage. Und zwar von einem Mann, der heißt Naftawayhi. Und zwar sagt Naftawayhi, ich kann ihn nicht genau historisch einordnen, sein Name kommt mir bekannt vor, ich habe nicht nochmal recherchiert. Ich habe es zeitlich nicht geschafft. Er sagt über die Worte Allahs, يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ. In Surat An-Nur, der Nur-Vers, der Lichtvers. Also sein Öl leuchtet, selbst wenn kein Feuer
das Öl berührt. Und er sagt, هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. Dies ist ein Gleichnis, welches Allah für seinen Propheten geprägt hat. يقول, er sagt also Allah, يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتل قرآنا. Was für Worte, schöne Worte. Sein Aussehen, manzaruhu, also sein, wie er aussieht, wie er sich gibt, ja, deutet darauf hin, dass er wirklich ein Prophet ist. Selbst wenn er keinen Koran rezitieren würde. Also hätte er keine Offenbarung, könnte man glauben, dieser Mensch ist ein Prophet. Weil er so vorbildlich ist. Kama qala ibn Rawah, ja, und ibn Rawah sagt, لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر وقد آن أن تأخذ في ذكر النبوة والوحي والرسالة وبعده في معجزة القرآن. Okay, das ist nicht mehr so wichtig. Ja? Wichtig ist eine ähnliche Aussage, die ebenfalls Ibn Rawah gesagt hat, einfach nur sein Aussehen deutet darauf hin, dass er ein Prophet ist. صلوات ربي وسلامه عليه. Also, ganz wichtig für uns. Wenn wir uns mit seinem Leben beschäftigen und intensiv auseinandersetzen, dann gelangen wir zu der Erkenntnis, dass er wirklich der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam ist. Es bleiben keine Zweifel mehr offen. Keine Zweifel. Nummer eins, noch einmal, die Nutzen. Ganz wichtig, warum wir uns mit der Sira beschäftigen. Nummer eins, die Sira, sie zeigt uns, wie dieser gerade Weg aussieht. Nummer zwei, im Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam haben wir ein praktisches Beispiel für die Umsetzung der Gebote Allahs. Nummer drei, mit der Beschäftigung. Durch die Beschäftigung mit seinem Leben gelangen wir zu der Erkenntnis, dass er wirklich der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam ist. Dann, Nummer vier, durch die Beschäftigung mit seiner Sira verstehen wir automatisch auch den Koran besser. Weil viele der Ereignisse aus dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, viele der Ereignisse, die der Koran schildert, sind eng gebunden an Ereignisse aus dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Der Koran, er berichtet über die Schlacht von Badr. Der Koran, er berichtet über die Schlacht von Uhud. Der Koran, er berichtet über Hunain. Der Koran, er berichtet über unterschiedliche Ereignisse. Er berichtet aus dem Privatleben unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit seinen Ehefrauen. Also unterschiedliche Ereignisse auf dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nimmt der Koran auf. Und hätte ich nicht diese Einzelheiten aus der Sira, dann würde ich vieles, was der Koran erwähnt, überhaupt nicht richtig verstehen können. Und durch die Sira, dadurch, dass ich sein Leben jetzt kenne, auch in chronologischer Reihenfolge, verstehe ich nun viel besser, was Allah subhanahu wa ta'ala uns eigentlich mit all diesen Versen sagen möchte. Nummer 5. Durch die Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam lernen wir noch etwas anderes ganz Wichtiges. Und zwar, wir lernen ausführlich anhand seines Lebens, wie der Weg der Da'wah aussieht. Wie der Weg der Da'wah aussieht. Wir als Muslime, wir haben eine Verpflichtung gegenüber unserem Glauben. Und diese Verpflichtung ist, dass wir diesen Glauben unter den Menschen bekannt machen. Da'wah, sie einladen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns in bester Weise aufgezeigt durch seine Sira, wie dieser Weg der Da'wah aussieht. Er hat im Geheimen angefangen. Hat dann angefangen, zunächst erst einmal seine Familie einzuladen zu Allah. Ist dann damit in die Öffentlichkeit getreten. Wurde dadurch unterdrückt und verfolgt. Was ebenfalls ein Da'iyah, jemand, der zu Allah einlädt, wissen muss. Dass die Da'wah immer gebunden ist an Prüfungen. Hat dann nach Unterstützung gesucht und hat diese Unterstützung dann in Medina gefunden und war dann bereit gewesen, seine Heimat zu verlassen, was ebenfalls ein Da'i wissen muss, dass er manchmal bereit sein muss, sogar seine Heimat zu verlassen, wenn es sein muss für seine Religion. Und hat sich dann in Medina niedergelassen und ist dort auf viel Feindschaft gestoßen und war bereit gewesen, seine Gemeinschaft und seinen Glauben sogar
mit dem Schwert zu verteidigen. Bis er dann zu seinem Schöpfer, subhanahu wa ta'ala, zurückgekehrt ist. Und viele andere Einzelheiten. Und all das, diese verschiedenen Phasen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in seinem Leben durchgemacht hat, die muss ich kennen. Damit ich mich als Muslim, der ebenfalls zu Allah subhanahu wa ta'ala einladen möchte, danach richten kann. Und dann als letztes, es gibt sicherlich noch viele andere Gründe, weshalb wir uns mit dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wa sallam auseinandersetzen sollten. Das letzte, was ich aber erwähne diesbezüglich ist, erst durch das Studium der Sira lernen wir unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam richtig kennen und lieben. Richtig kennen und lieben. Ich kann ihn erst dann wirklich lieben, wenn ich ihn richtig kenne. Wie soll ich jemanden lieben, wenn ich ihn nicht richtig kenne? Das ist eine abstrakte Liebe. Aber wenn ich ihn richtig kenne und seine Eigenschaften kenne, dann lerne ich ihn erst wirklich lieben. Und die Liebe zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehört zu den Grundfesten unseres Glaubens. Damit ich also diese Säule meines Glaubens erfüllen kann, muss ich mich mit seinem Leben auseinandersetzen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt hierzu: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Keiner von euch glaubt, bis er mich nicht selbst mehr liebt als seine Kinder, seine Eltern und als alle anderen Menschen. Und wir haben schon oft über die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesprochen. Ich merke, dieser Mensch, der hat sich für mich aufgeopfert. Also liebe ich ihn noch mehr. Ich merke, dieser Mensch, der wird sich noch für mich aufopfern am jüngsten Tag, wenn er sich vor Allah Ta'ala niederwerfen wird. Und Allah Ta'ala dann zu ihm sagen wird: Irfa ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Heb dein Haupt und bitte auf das dir gegeben wird und mach Fürsprache auf das dir gewährt wird. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in diesem Moment an uns denkt: Ummati, Ummati, meine Gemeinschaft, meine Gemeinschaft. Meine Liebe steigt zu ihm, wenn ich weiß, dass er am jüngsten Tag auf mich warten wird und mich empfangen wird bei seinem Becken. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Meine Liebe steigt, wenn ich sehe, wie er mit seinen Ehefrauen umgegangen ist, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist, wie er mit Tieren umgegangen ist. Wenn ich seine Barmherzigkeit wirklich anhand all dieser Beispiele erfahre und seine Liebe zu den Mitmenschen, dann wird meine Liebe automatisch zu ihm steigen. Salawat Rabbi wa sallamu alayhi. Das sind also, meine lieben Geschwister im Islam, einige der Gründe, weshalb wir uns mit dem Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam auseinandersetzen sollten. Erstens, er zeigt mir auf den Weg, diesen geraden Weg zu Allah. Zweitens, er ist für mich das praktische Beispiel, an dem ich mich orientieren kann. Drittens, seine Sira ist der Beweis dafür, dass er wirklich ein wahrhaftiger Gesandter war. Viertens, durch ihn und seine Sira verstehen wir den Koran viel besser. Fünftens, durch seine Sira haben wir ein ausführliches Beispiel für den Weg der Da'wah. Und sechstens, durch das Studium seiner Sira lernen wir den Propheten sallallahu alaihi wa sallam besser kennen und lernen ihn dann auch zu lieben. Das sind die sechs Gründe, oder einige der wichtigsten Gründe, weshalb wir uns mit der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam auseinandersetzen sollten. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Ich versuche den ein wenig, insha'Allah ta'ala, zusammenzufassen. Und zwar ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Das ist jetzt unsere theoretische Grundlage für die kommenden Sitzungen, insha'Allah ta'ala. Nämlich, woraus entnehmen wir eigentlich das Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Sprich,
Was sind denn eigentlich die Quellen der Sira? Worauf stützen wir uns, wenn wir etwas aus dem Leben unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erfahren wollen? Und die erste Quelle, welche eine ganz besondere Quelle ist, für das Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam und für uns Muslime sicherlich die gesicherste Quelle überhaupt, ist der Al-Quran al-Karim. Wir haben schon vorhin erwähnt gehabt, dass der Koran viele Ereignisse aus dem Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kommentiert. Und es viele Abschnitte im Koran gibt über bestimmte Ereignisse aus dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Nur der Koran ist kein Geschichtsbuch. Der Koran, er erzählt zwar Geschichten, und zwar die besten Geschichten überhaupt. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكِ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. Wir berichten dir die besten Geschichten überhaupt. Aber er ist kein Geschichtsbuch, sondern er geht auf die jeweiligen Ereignisse ein, um uns zu zeigen, welche Lehren wir als Muslime aus diesen Ereignissen ziehen können. Aber gleichzeitig erfahren wir auch etwas aus der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und aus seinem Leben. Ja, sie erfahren sogar etwas über die Chronologie seines Lebens. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise Surat al-Duha offenbart und darüber spricht, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eine Weise gewesen war, dann erfahren wir, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist als Waisenkind auf die Welt gekommen. Dann in Surat al-Qiyamah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih, beweg deine Zunge nicht so schnell, um dich damit zu beeilen, also mit der Rezitation des Korans. Erfahren wir, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die ersten Offenbarungen entgegengenommen hat und wie schwer es ihm fiel und wie sehr er darauf bedacht gewesen war, dass ja nichts verloren geht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ, erfahren wir etwas über die Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass sie zu zweit gewesen sind, er und Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda, und dass sie sich in einer Höhle versteckt haben und dass Allah subhanahu wa ta'ala sie nicht im Stich gelassen hat. Ebenfalls erfahren wir etwas über die Heuchler, وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبْ, bis zum Ende der Surat al-Ahzab. Wir erfahren etwas über Badr, wir erfahren etwas über Tabuk, لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ. Die Stunde sozusagen der Erschwernis, Ghazwat Tabuk und vieles mehr erfahren wir aus dem Leben unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam durch den Koran, selbst aus seinem Privatleben. Es wurde der Ahzab mit seinen Ehefrauen. Allah Ta'ala, er spricht seine Ehefrauen an. Ja? Und sogar Zayd wird erwähnt und wie er Zaynab geheiratet hat. Und so weiter und so fort. Dann die nächste Quelle. Ja? Das sind die Hadith-Bücher. Ja, wir müssen heute 5 Minuten oder 10 Minuten überziehen. Leider. Das sind die Hadith-Bücher. Ja? Und zwar haben wir zunächst erst einmal die 6 kanonischen Bücher. Und welche sind das? Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah und Sunan al-Nasai. Und Sunan al-Nasai. In ihnen finden wir viele Berichte über das Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die authentisch sind. Noch authentischer, als wir es teilweise in den Sira-Büchern selbst finden, nur sie sind nicht chronologisch. In chronologischer Abfolge dann geordnet. Und deswegen können wir sie nicht Sira-Bücher nennen. Aber sie beinhalten viele Berichte aus dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Beispielsweise Al-Bukhari, gleich am Anfang, Bid'ul Wahi, ja, der Anfang der Offenbarung, diese erste lange Überlieferung von Aisha radiallahu anha, wie die erste Offenbarung zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam, als er in Ghar Hira gewesen ist und damit Khadija und so weiter und so fort. Dann haben wir ebenfalls die Schama'il-Bücher. Und was sind Schama'il-Bücher? In diesen Schama'il-Büchern geht es um Eigenschaften des Propheten zu Hause. Sowohl seine äußerlichen Eigenschaften, als auch seine charakterlichen Eigenschaften. Al-Khuluqiyya wal-Khalqiyya. Ja? Und da haben wir beispielsweise Al-Schama'il von Al-Tirmidhi. Dann haben wir die sogenannten Al-Dala'il-Bücher. Das sind ebenfalls Hadith-Werke. Ja? Und worum geht es in den Dala'il-Büchern?
In den Dalail-Büchern geht es um die Wunder des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und An-Nawawi erwähnt in seiner Einleitung, wie es Ibn Hajar al-Asqalani über, sozusagen geschrieben hat in seinem bekannten Werk Fath al-Bari, der Kommentar von Sahih al-Bukhari, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mehr als 1200 Wunder bewirkt hat in seinem Leben. Allahu Akbar. Mehr als 1200 Wunder hat er in seinem Leben bewirkt. Und eines der bekanntesten Bücher ist Dalail al-Nubuwa von al-Asbahani. Dann ebenfalls als wichtige Quelle sind die Bücher über die Geschichte Mekkas und Medinas. Da gibt es sehr, sehr viele Bücher über die Geschichte von Mekka und Medina, wie Tarikh Mekka von al-Azraqi. Und dann haben wir im Allgemeinen die Geschichtsbücher. Und eines der bekanntesten Geschichtsbücher überhaupt ist Tarikh al-Umam wal-Rusul wal-Muluk. Von wem ist dieses Buch? Tarikh al-Rusul, al-Umam wal-Rusul wal-Muluk. Die Geschichte der Völker, der Gesandten und der Könige, das ist von Imam al-Tabari. Und auch da hat er viele Überlieferungen über die Zeit unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und das letzte vor den Zierer-Büchern sind dann die Kutub al-Adab, das heißt die literarischen Bücher, wie sozusagen von al-Jahiz und so weiter und so fort, in denen ebenfalls einiges steht an Gedichten und so weiter, die uns Aufschluss geben über die Zeit unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die aber bei weitem nicht so authentisch sind wie die Zierer-Bücher. Und jetzt, inshallah ta'ala, kommen wir zu der wichtigsten Quelle. Und das sind die Zierer-Bücher. Es gibt extra Bücher, die heißen Sira. Und man nennt sie auch häufig, ja, Kutub al-Maghazi, weil es vordergründig um die Schlachten des Propheten sallallahu alaihi wasallam geht. Und es gibt diesbezüglich, was die Kutub al-Maghazi betrifft, einige sehr, sehr wichtige Bücher, aber über die werden wir inshallah ta'ala, weil jetzt schon die Zeit etwas überschritten ist, dann das nächste Mal sprechen. Wir werden das nächste Mal inshallah ta'ala dann anfangen mit der Zeit, in der unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gelebt hat und einige Vorgeschichten, bi iznillahi azza wa jal. Und dann werden wir das noch einmal mit diesem Kutub al-Maghazi inshallah ta'ala verbinden, damit wir das jetzt nicht zu kurz machen, weil es ist wichtig, dass wir darüber auch etwas lernen, inshallah ta'ala, und wissen, was sind eigentlich diese Sira-Bücher, was sind die wichtigsten Sira-Bücher. Und wir gehen dann auch mal kurz auf die wichtigsten Sira-Bücher auf Deutsch ein, weil das betrifft ja auch uns, inshallah ta'ala, damit wir da mal einen Überblick haben, was kann man eigentlich lesen, wo kann man eigentlich das alles nachlesen, was wir hier erzählen. Bis hierhin, inshallah ta'ala, sind wir heute gekommen. Ich danke euch, meine lieben Geschwister im Islam, für eure Aufmerksamkeit. Barakallahu fikum. Und übergebe euch jetzt das Wort, wenn ihr noch Fragen haben solltet oder Anmerkungen machen möchtet.